Da ist El Hundo, der schnüffelt hier rum. Vielleicht mache ich mal was vollkommen Unkluges. Nämlich direkt hier raus zu marschieren. So, und dem Hundi eine Überraschung zu hinterlassen, sollte er auf die Idee kommen, uns zu folgen. Kann ich den da gefahrlos ausschalten oder ist das keine gute Idee? Der liegt da jetzt natürlich scheiße. Und wahrscheinlich wird es damit jetzt auch nicht gerade besser. Kommt da jemand nachschauen? Geh mal dahin, Sammy. Vielleicht schaffe ich den besser auf die Seite. Da hinten dürfte es doch dunkel genug sein, damit ihn niemand sieht bei den Mülltonnen. Sehr schön. 45 Meter. Diese Richtung. Kurzer Überblick. Da hinten ist einer. Aha, wo einer ist, da ist auch ein zweiter. Verdammt, jetzt habe ich den falschen entmarkiert. War das einer von den dick gepanzerten? Der ging ein bisschen schwerfällig. Kann gut sein. Und diesen Typen müssten wir ja leider ausweichen. Wo ist der? Da hinten ist der. Kann ich da schnell hinschlüpfen? Gut, im Moment schaut niemand. Vielleicht kann ich ja da rein. Nee, kann ich nicht, aber ich könnte versuchen, hier irgendwo hinten rumzukommen. Die Lichtquelle lasse ich vielleicht mal besser. Mist, das ist ein Flaggenmast. Ich dachte, das wäre vielleicht ein Rohr, mit dem wir über den Zaun kommen. Ja, ich weiß, ich bin total rohrfixiert. Ich wünschte, ich hätte mir den Dicken markiert. Dann wüsste ich jetzt, wo der rumläuft. Wir müssen wahrscheinlich in dieses Gebäude da rein. Oh oh. Sagt mir bitte nicht, der will... Nee, er geht wieder. Er geht. Ich glaube, das könnten wir vom Timing her durchaus schaffen. Wir müssen nur aufpassen. In der Pfütze machen wir Krach. Das heißt, die müssten wir ein bisschen umgehen. Und auch wenn ich es gerne würde, das Licht da drin sollte ich wohl brennen lassen. So, einmal durch hier. Sehr, 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 sehr schön. Ich kann es gar nicht... Ja, ich kann es gar nicht oft genug betonen, wie schön das ist. Gut, hier ist eine Munikiste.
Allerdings steht die unter einer Funzel, die wir nicht ausschießen können, oder? Meint die guten alten vergitterten Lampen? Ich lasse die Kiste gerade mal unangetastet, denn wir haben ja noch nicht wirklich viel verbraucht. Da oben sind scharfe Schützen. Haben wir denn noch unseren Trikopter? Ja, den haben wir noch. Ob ich den vielleicht mal sinnvoll einsetzen könnte, um die Scharfschützen auszuschalten? Bin ich nah genug ran? Offenbar ja schon. Und da drüben war noch einer, aber ich vermute mal, an den werde ich nicht nah genug rankommen, oder? Nein, außerhalb der Missionszone, dann holen wir das Ding zurück. Gut, zumindest der eine ist weg. Ob ich vielleicht da oben drüber an den anderen rankomme? Also, wenn ich mich... Wow, vorsichtig. Wenn ich mich da oben in Position begebe, ob ich dann vielleicht mit unserer Betäubungswaffe weit genug schießen kann, um den anderen Sniper da zu erreichen. Der darf uns jetzt natürlich nicht sehen, während wir uns daran bewegen. So. Da stehen wieder zwei, die sich unterhalten. Das wäre so schön, wenn ich da einfach mal eine Gasgranate reinpfeffern könnte, aber auch hier weiß ich leider nicht, ob die gesehen werden. Ich hoffe mal, der Typ will nicht hier raufkommen. Das wäre nämlich ganz schlecht. Beziehungsweise haben wir noch einen Kontaktjocker. Gut. Dann werfe ich den mal an die Treppe, nur für den Fall. So, aber ich vermute mal unseren... Nee, das ist viel, viel zu weit. Allerdings, von hier aus könnte eventuell unser Trikopter nah genug rankommen, wenn jetzt der Scharfschütze nicht gerade umschwenken sollte. Ich versuche mal zu schießen. Wow, der zweite Schuss hat zum Glück gesessen. Okay, sehr gut. Dann markieren wir doch direkt mal ein paar Leute. So, komm mal gerade her, du. So, das war der. Den da werde ich wohl nicht mehr kriegen, oder? Oder Moment, haben wir nicht unsere Geräuschemitter? Ja, die haben wir wieder mitgenommen. Gut, und der hört das auch. Sehr, sehr schön. Dann komm mal rüber, mein Freund. Oh, in die Eier. Das wollte ich nicht. Oh, oh. Verdammt. Ist schwer verletzt, aber... Das war knapp. Ich glaube, der wurde nicht durch das Lampenausschießen angelockt. Der hat einfach nur seinen bewusstlosen Kumpel gesehen. Okay, aber alles in allem bin ich glücklich. Müssen wir jetzt da runter? Gibt's unten gar keinen Weg? Egal, ich benutze jetzt mal die Waffenkiste. So, komm her. Dankeschön. Nee, ich möchte oben rum. Auf dem Boden besteht immer die Gefahr von Hunden. So, spring mal, Sammy. Jetzt sind wir natürlich auch auf dem Boden.
möchte ich mal so anmerken. Wie gerne würde ich jetzt Auto speichern? Soll ich die da vielleicht lieber... Ach, jetzt kann ich wieder Waffen aufheben. Nein, ich möchte die Körper aufheben. Ich habe ja vorhin spekuliert, dass wir hier keine Waffen aufheben können, weil wir ja niemanden töten dürfen. Gut, vielleicht konnten wir da vorhin wirklich keine Waffen aufheben. Aber jetzt ginge es theoretisch. Was natürlich nicht gut wäre. Wir dürfen hier niemandem Aua machen. Tja, Guantanamo Bay. Ich glaube nicht, dass das hier 1:1 umgesetzt ist. Ich denke, wirkliche Pläne davon dürften streng vertraulich sein. Das ist wohl versucht, möglichst realitätsnah nachzumachen. Sollte ja eigentlich schon längst geschlossen sein, versprach Obama ja groß, als er das erste Mal gewählt wurde. Aber der Mann war ja auch so eine einzige Enttäuschung. Übrigens, just gestern war dieser Anschlag auf diese Zeitschriftenredaktion in Paris. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass sofort zu den Muslimenverbänden gerannt wurde, denen die Bilder gezeigt, und dann mussten die natürlich sofort wieder beteuern, wie schrecklich sie das finden und wie sehr sie sich davon distanzieren. Das geht mir so ein bisschen auf den Sack. Ich bin kein Muslime, allerdings finde ich es schlimm, dass die Muslime ständig 5-mal am Tag auf die Verfassung schwören müssen, bis die Finger bluten. Das ist so hirnrissig. Also, wenn man sich vorstellt, man ist vielleicht Opel-Arbeiter, ist hier seit 30 Jahren in Deutschland, hat mit Religion vielleicht gar nicht mal so viel am Hut und muss hier ständig beteuern, wie verfassungstreu man ist. Ich kann schon verstehen, dass manche Muslime da sich ziemlich angepisst fühlen. Also stellt euch mal vor, ihr müsst euch ständig rechtfertigen für irgendwelche christlichen Extremisten. Dass jemand zu euch kommt, ja, distanzier dich mal davon. Ja, erzähl mal aller Welt, wie sehr du dich davon distanzierst. Ist ein bisschen... Hä? Und was da als Satire erlaubt ist, also diese Redakteure wurden ja umgebracht, weil sie irgendwelche Mohammed-Karikaturen veröffentlicht haben, was ja natürlich im muslimischen Glauben ganz schlecht ankommt. Natürlich ist Humor sollte wenig Grenzen haben. Und natürlich ist so eine Satire erlaubt, keine Frage. Nur ich frage mich, was Satire ist um der Satire willen und was davon vielleicht Kalkül ist, um mit Provokation Auflage zu machen. Also, ja, es ist immer so... Ja, ich fachsimple hier und komme nicht voran. Tut mir leid. Wir müssen in diese Richtung. Können wir da rein? Nee, rein können wir nicht. Wir können nur raufklettern. Ich habe ja so meine Zweifel, ob wir hier inzwischen alleine sind. Ich glaube es ja eher nicht. Ich bewege mich mal lieber zwischen den Häusern. Hier ist dunkler. Können wir da auch rein? Wäre natürlich prima, wenn wir hier drinnen einem Hund über den Weg laufen. Dann wünschen wir uns ein freundliches Wuff und jeder zieht seiner Wege. Aha, hallo. Bist du eventuell der Einzige, der hier verblieben ist? Das wäre zu schön, aber ich habe so meine Zweifel. Können wir uns hier verstecken? Nein. Läufst du vielleicht zufällig gleich zurück? Dann überwältigen wir dich einfach. Ja, der läuft zurück.
So, mein Freund, was für ein Glück, dass da oben kein Scharfschütze steht. Hier ist wieder so ein bequemer Wäschecontainer. Nutzen wir es halt mal aus. Bringt ja auch ein paar Pünktchen. Gut. Und wieder würde ich gerne auf F5 hämmern und speichern. Kurz umschauen. Okay, ich sehe nichts. Da ist ein Rohr. Müssen wir da etwa oben rum? Da ist ein Rohr. Da ist ein Drahtseil gespannt. Hatten wir ja auch schon, dass wir uns an Drahtseilen entlanghangeln. Hä? Ach, da oben steht jemand. Den hätte ich jetzt nicht gesehen. Das ist kein Scharfschütze. Zumindest hat er kein Scharfschützenvisier. Oh oh. Ein Hundewuff. Und ich glaube, der Hundewuff hat uns gewittert. Aber ich hoffe mal, der findet hier keinen Durchgang, oder? Nee, der ist da abgeschnitten. Noch. Können wir den Kerl da oben vielleicht mit unserem Trikopter ausschalten? Falls der... Ja, der schaut noch in unsere Richtung. Jetzt nicht mehr so wirklich. Oder wieder. Na komm. Sag mal, hab ich dich? Ach nö. Das gibt's doch wohl nicht. Wieso hat der jetzt nicht getroffen? Wir waren bei den anderen Kerlen vorhin so weit weg. Ach komm. Okay, wir haben keine Haftschocker mehr. Das können wir vergessen. Und da ist der Alarm. Au. Oh. Ein Schildtiny. Wie hat der uns so schnell gefunden? Super. Oh nö. Oh nö. Oh nö. Allen Ernstes? Natürlich, natürlich. So nicht, Sammy. Drüber. In Ordnung, in Ordnung. Soweit also das. Der ist wieder ausgeschaltet. Ja, ich ärgere mich gerade mächtig. Man merkt es vielleicht. So, geh bitte in Deckung. Die da unterhalten sich wieder. Ich markiere sie mir gleich. Und da hinten läuft auch noch jemand rum. Gut, der zielt wieder da hinten hin. Das heißt, hallo Trikopter. Wäre fein, wenn du dieses Mal auch was triffst. Wir haben den da beim letzten Mal schon erst beim zweiten Schuss erwischt. Na also, warum nicht gleich so? Komm zurück. So, jetzt haben wir die drei Verdächtigen markiert. Den hatte ich vorhin noch ausgeschaltet, oder? Ich vermute mal, der ist jetzt zu weit weg. Schade. Aha, aha, aha. Ah, deswegen hat der den Ausgenockten gesehen vorhin. Der stand direkt da. Verstehe.
Na schön, der kommt zurück. Dann können wir ihn ja auch ausschalten. Oh nein, oh nein, oh nein. Nicht runter, Sammy. Nicht runter. Er kann nicht mehr hoch. Ich wollte doch noch unsere Ausrüstung aufstocken. Na, so ein Mist. Gut, versuchen wir dem da in den Rücken zu fallen. Oh, der steht ja mit dem Gesicht zu uns. Das ist aber ganz schlecht, mein Freund. Dann müssen wir es eben auf diese Art und Weise erledigen. Oh, schon wieder in die Eier. Tut mir sehr leid. So, und einer war hier noch, oder? Vielleicht schaffe ich den da noch kurz weg. Die Idee war ja gut, den Kerl da hinten auch mit dem Trikopter auszuschalten. Warum auch immer der Trikopter den nicht getroffen hat.